Hallihallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des American Truck Simulators. Ich muss einmal ganz kurz gucken, ob die Aufnahme funktioniert. Ja, das tut sie, denn ich habe leider wieder einen Fehler begangen. Und zwar habe ich die Grafik umgestellt, weil das leider zu doll geleckt hat. Und dadurch ist natürlich auch die Aufnahme abgeschmiert. Und ja, jetzt habt ihr leider die erste Folge nicht gesehen. Aber das sollte auch nicht so schlimm sein. Und ja. Wir fahren nämlich heute einen Peterbilt, das ist ein Mod-Truck, also der gehört nicht, ist nicht von den offiziellen Machern, dies ist ein Mod. So sieht der aus, ich habe ihn schon ein bisschen getuned und ihr glaubt nicht, was ich dafür bezahlt habe. Es waren nämlich 18.000 Dollar, also billiger geht's echt nicht, für einen neuen Truck 18.000 Dollar. Ja, und in der normalen Ausführung kostet 23.000 Dollar, was jetzt auch nicht so die Welt ist. Ich habe eigentlich nur die Felgen und die Reifen und so geändert. Aber ja, die Felgen, die gehören auch gar nicht zum Spiel oder zum Truck. Das ist nämlich vom anderen Mod, von dem Mac-Mod, den werden wir nämlich auch noch fahren. Genau wie die Reifen. Die Reifen passen leider aber nicht richtig. Ich muss die Reifen nämlich leider ändern, weil ihr seht ja, die Felge hier vorne, die passt nicht ganz da rein. So, darum fahre ich mal kurz zur Werkstatt. Werkstatt. So. So, fahren wir einmal zur Werkstatt. Ich hoffe, ich weiß noch aus dem Kopf, wo die Werkstatt ist. Ich glaube, ich kriege das noch auf die Kette, wo die Werkstatt ist. Ich fahre mal kurz rechts rum. Das ist nämlich einfacher, weil da muss ich nicht auf der Ampel. Sekunde. Seit wann darf ich bei der Ampel nicht rechts abbiegen? Hier ist kein Schild, das sagt, dass ich nicht rechts abbiegen darf. Was soll die Sauerei? Jetzt habe ich 900 Euro bezahlt. Also das Spiel ist echt manchmal noch ein bisschen buggy. Komm, man darf rechts abbiegen, also biegt ab, Leute. Ja, einmal kurz Kamikaze gefahren. So, jetzt versuche ich auch normaler zu fahren. So, ich gebe mal ein bisschen Gas, sonst komme ich nicht mehr über die Ampel. So viel zum Thema. War jetzt ein bisschen teurer, aber dafür war der Truck ja billig. So muss man das auch mal sehen. Wenigstens verdiene ich dann vielleicht ein bisschen was mit dem Truck. Ja, mit den anderen Truck machst du definitiv nur Minus, die 90.000 kosten und so. Also da kann man nur Minus machen. Also ich zumindest. Weil, ja, das Problem ist die Strafen hier, wenn man über eine rote Ampel fährt und einen Unfall baut oder zu schnell fährt. Das ist einfach enorm hoch hier in Amerika. Das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Da fand ich beim ETS, beim Euro Truck Simulator, deutlich besser. Ich darf fahren. So, weh, ich werde jetzt wieder geblitzt. Wahrscheinlich, weil ich so eine lange Schnauze habe. Ah, der Truck ist übrigens auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, das ist das Vorgängermodell von dem anderen Peterbilt hier im Spiel, oder? Kann das sein, oder ist er noch älter? Ich weiß es nicht. Oder ist es ein anderes Modell? Ich habe keine Ahnung. So, wir wollen einmal die Reifen verändern. Die Felgen sind in Ordnung, die können bleiben. Ich kann auch sowas nehmen oder so. Aber ich finde die schon relativ geilo. So, ich wollte die Reifen ändern. Welche kann ich denn nehmen, dass das verdeckt wird? Die? Ja. Guck mal. So einfach ist das. Wir sind wohl bereit, ne? Die kann ich überhaupt nicht nehmen. Die auch nicht. Die gehen auch nicht. Nehmen wir die. Ich glaube, die sind gleich hoch. Ja, dann können wir die hinten einfach drauf behalten, ne? Oder sollte ich da auch lieber andere nehmen? Wie sieht's besser aus? Das sind die gleichen. Dann behalten wir einfach die hellen hinten. Das sieht schon keiner. Warum quietscht mein Lenkrad gerade? Ein Mysterium. Kostet eh nicht viel mehr, also. So. Einmal bestellen, das sind eigentlich die gleichen Reifen wie vorne und hinten, aber. Naja.
Wir fahren mal eine kleine Tour damit. Auftragsangebot, Frachtmarkt aus El Vegas, Las Vegas. Das ist jetzt eine neue Abkürzung, El Vegas. Oh, Kabel, 20 Tonnen. Da setzen wir uns jetzt ran. Die haben mich angesprochen, die Kabel. Es war kein kleiner Auftrag, aber es sind 20 Tonnen Kabel. Was will man mehr? Wo wir haben eine relativ lange Schnauze. Deutlich länger bei den als bei den anderen. Das muss man immer bedenken. Hä? Weil irgendwie kann ich mit so einer Riesenschnauze besser fahren als ohne so eine Riesenschnauze. Ist mir mal aufgefallen. Da war ich ein bisschen flott unterwegs. Kann man sagen. Uiuiui. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger fahren, sonst baue ich nur Unfälle. Aber wenigstens kostet das nichts. Außerdem hat der Truck dann 18.000 gekostet. Das ist jetzt meine Standardausrede. Und ich darf immer noch rechts rumfahren. Ja, ich muss mich an die 30 km/h halten, weil da ist schon wieder ein Polizeiwagen links und da wird wieder einer kommen und dann, ja. Irgendwann muss ich bezahlen. Man darf nämlich, glaube ich, nicht schneller als 33 km/h fahren, weil wenn man 34 km/h fährt, wird man, glaube ich, geblitzt. Bis 33 km/h ist, glaube ich, noch in Ordnung. Los, fahr. Mein Schiffshorn. Die Sicht ist auch cool. Da fahren wir mal mit der Sicht rum. Die Sicht ist cool. Ich glaube, ich hab mich mal meinem Instinkt vertraut, dass da nichts ist. Ach so, ein weiter. Ich hoffe, ich kriege den Auftrag überhaupt noch schnell genug. Weil er muss sich ja nicht beeilen wahrscheinlich, ne? Warum darf man hier 65 fahren? Los, fahr! Auf was wartet der? Oh, jetzt kommen wieder Autos. Ach ja, er fährt einfach, wenn Autos kommen. Vorher kam gar nichts, da fährt er nicht und wenn Autos. Hey, guck mal, er lässt mich vor. Ich glaube, das war seine Schuld, oder? Naja, teils, teils, ne? Was macht er denn? Er ist gerade vor nach links. Was macht er denn? Ist er mir jetzt auch reingefahren, oder was? Junge, Junge. Wenigstens hat das nicht gekostet, also war es anscheinend seine Schuld. Auch wenn es meine war. Aber ist ja auch egal. Ich werde das nie verstehen mit Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator. Die Strafen, da wie die da. Oh, die Auffahrten sind so gefährlich. Ich hätte eigentlich bremsen müssen. Süß, guck mal, Elefanten, dann habe ich eindeutig gewonnen. Gut, er hat aber auch eine Fracht dran und ich nicht. Ist ein bisschen unfair. So, jetzt sitze ich hinten auf meinem Bett und kann trotzdem noch fahren, weil ich so einen langen Fuß habe, der bis zum Gaspedal reicht. 40 EP. Und da habe ich meinen Kredit dran bezahlt, oder? Ja. 8.000, das geht eigentlich. Guck mal, ich habe noch genug Geld für einen anderen Truck, den wir in der nächsten Folge fahren werden. Es wird auch ein Pedderbild sein. Allerdings ein noch älterer, der ist nämlich uralt, das werdet ihr dann sehen. Übrigens, wir haben 16 Gänge. Na, wie geht's? Heißwagen. Oder was du bist. Junge, was fährt da sich eigentlich zurecht? Einigen Wunder, dass ich hier nicht reingefahren bin. Oh, Junge. Ich trompete dich weg. Ja, Junge. Nice, man. Danke. Komm weg, gib Gas. Oh! War schon die Truthahn-Firma. Verdammt. Schnell rückwärts. Da werde ich gegenfahren. Ne, werde ich doch nicht. Aber ein Millimeter daneben. Ach, guck mal, mir ist aufgefallen, die Spiegel vorne hängen manchmal.
So, haben wir noch gekriegt? Ja, wir hätten noch eine Stunde Zeit gehabt. Fast 2 Stunden sogar noch. So, muss mal kurz gucken. So, wir werden sehr schlecht damit vorankommen, das sage ich euch. Auch wenn wir einen Turbolader drin haben. Aber 20 Tonnen ist einfach schon krass. Naja, gut, es geht eigentlich. Es hört sich schnell an, aber eigentlich ist es gar nicht so schnell. Ja. Super, wie viel ich doch sehe mit diesen riesen Spiegeln. Oh. Mein Modellauto ist schon wieder runtergefallen. Mein ganz kleines, selbst zusammengebasteltes Miniatur-Wunderland-Auto. Miniatur-Wunderland-Auto, achso. Nee, Miniatur-Auto. Da hätte man sich das Wunderland sparen können. Aber ja. Ich bin ja kein Spanier, also muss ich mir auch nicht sparen. Okay, ist gut. Ich merke selber. Oha, der Truck hat ganz schön damit zu kämpfen. Aber so schnell dürfen wir auch nicht fahren, was wiederum gut ist, dass er zu kämpfen hat. Ja, ich kann euch ja schon mal sagen, dass wir in der nächsten Folge in uralten Peterbilt fahren werden. Ja, und in der nächsten Folge geht es dann auch weiter. Und ich würde auch sagen, das war's jetzt mit dieser Folge. Wie es weitergeht, dann auch mit den ganzen Fahrten und wie viele Unfälle wir bauen, das sehen wir dann auch in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.